So, was hat er denn hier für ein Video hochgeladen? Sorry, ich kann es einfach nicht ernst nehmen. So, erst den ganzen Hype von FIFA mitnehmen, dann gehen die Zahlen runter und dann wieder Dreckspiel. Wir müssen uns das mal angucken. Auch, ich habe auch keine Ahnung von FIFA, aber hier geht es ja eigentlich um, geht es um ein allgemeineres Thema. Nie wieder FIFA von Trimax, der 20.000 Euro in dem Spiel in 2 Wochen ausgegeben hat. Da bin ich ja mal mega interessant, was er hier zu sagen hat. Moin Leute, Trimax hier. Ihr habt es ja sicherlich gestern in dem Video oder auch live im Stream mitbekommen. Ich werde kein FIFA mehr spielen. Wir hatten ja... Oh nein, Mann, das ist so ein wunderbares Spiel. ...jahrelang die Diskussion, schon ganz, ganz, ganz am Anfang. Wenn ich die ganzen Packs... Er hat auch Haarausfall, oder? Ist das schon... Das ist auch der... Die Geheimratsecken gehen auch nach oben, oder? Ich bin nicht der Einzige, der Haarausfall hat, oder? Die gehen schon nach oben, oder? Ja, so ein bisschen, aber jetzt, also... Nicht so doll wie bei mir, wolltest du sagen? Nee, also, das kann man jetzt nicht so vergleichen. Er hat ja eine ganz andere Kopfform und einen ganz anderen Haaransatz. Und, hey, Taki, dankeschön. Also, ja, ist schon gut, schon gut. Hast du jemals FIFA gespielt eigentlich, oder? Nein. Noch nie, nee? Nein, Dreck. Das aufmache und mein Geld für dieses Spiel, für FIFA, verbrenne, ist es eher abschreckend oder motiviert es die Leute, eher nachzumachen? Wir haben beides. Dankeschön. Dann ist haben sich so viele Nachrichten erreicht. Ey, ich habe eigentlich mal viel Geld für FIFA ausgegeben, wusste ich, dass es so ein krasses Game ist. Lass es jetzt. Ich schaue lieber deine Openings an und spiele selber Free-to-Play. Davon gibt es sehr, sehr viele, die sagen, ich hatte eigentlich Bock, Packs aufzumachen. Ey, aber du hast deine Videos oder deine Streams, ich habe ja 7 Tage lang nur Packs geöffnet. Es hat gereicht. Ich hatte danach gar keinen Bock mehr auf Packs. Da gibt es sehr, sehr viele. Es gibt auch viele, die sich denken, ey, wie krass wäre das, wenn ich jetzt für 10 Euro eine ziehe und dann aufladen. Wie viele Leute ich tatsächlich abschrecke oder motiviere, wissen wir nicht. Was jetzt aber noch ein völlig anderes Thema aufmacht. Wir haben immer nur finanziell geschaut, schade ich den Leuten finanziell, also geben sie zu viel Geld für das Spiel aus, was sie eigentlich nicht wollen, oder nicht. Das war immer die Frage. Jetzt aber natürlich noch ein viel größeres anderes Thema aufgekommen. Und zwar ist es, wenn du Glücksspiel betreibst oder auch FIFA, wie es dich neurologisch, also im Gehirn, schaden kann. Ja, also was das macht, wenn du so welche... Das ist doch wieder Schadensbegrenzung so. Er ist wahrscheinlich medial zu... Also jetzt bis zu diesem Punkt, ich weiß nicht, wie es ja weiterläuft. Er redet ja jetzt schon eher negativ von diesem Spiel und was das auslöst. Das ist ein hochintelligenter Mann, der 50 Abschlüsse hat und der will mir sagen, dass er jetzt nach 3 Wochen, wo er alle Zuschauerzahlen und zigtausende Follower mitgenommen hat, jetzt will er auf einmal so tun, als ob er wahrgenommen hat, wie schlimm das eigentlich wirklich ist. Also was soll mir dieses Video jetzt sagen? Ja gut, aber wenn man in so einer Spielsuchtspirale oder so gerade mal kurz drin ist, hat das ja nichts jetzt mit Intelligenz zu tun. Der ist doch nicht spielsüchtig. Nein, ist nicht spielsüchtig, aber wenn du irgendwie da... Der Typ macht Content, der weiß das, der macht das, weil er weiß, es ist jedes Mal krasser Content, ihn gucken 50, 60, 70.000 Leute zu, er kriegt immer neue Follower, FIFA zieht unglaublich viel junges Publikum an, das beste Publikum, was man haben kann, wenn es auch um Werte geht, wenn es um Werbung geht, wenn es um Verkäufe geht, um alles. Ich glaube, das ist doch alles ein Hintergedanke. Ich mag Trimax wirklich, aber ich weiß nicht, so, man kann es doch nicht 3 Wochen komplett durchziehen, die ganze Zeit online sein, alles da rausziehen wie jedes Jahr und jetzt so ein Video machen, dass es schlecht ist. Der Typ ist super intelligent. Guckt euch schon mal an, was der alles aufgebaut hat, was der alles alleine aufzieht. Junge, der füllt Stadien mit seinen Events. Da gehen 13.000 Leute gehen zu einem Event, was er aufgebaut hat mit seinem Management. Und der will jetzt so tun, als ob er 3 Wochen das nicht wahrgenommen hat? Hallo? Boah, das ist... Und FIFA macht das noch schlimmer als alle anderen Spiele. Wenn du das betreibst, nimmst du nicht alle, es können einige Leute davon den Schaden mitnehmen, okay? Und bei Kindern und Jugendlichen ist das Ganze noch mal viel, viel krasser. Deren Gehirn ist noch nicht komplett ausgebildet, das ist noch viel flexibler. Und selbst wenn du... Ich hatte immer das Gefühl, ich hatte immer diesen einen 12-Jährigen im Kopf, der zieht sich 7 Tage lang meine Pack-Openings rein. Sieht, wie ich nur Scheiße ziehe und ab und zu kommt eine Ikone. Er selber hat aber kein FIFA... Oder spielt FIFA Free-to-Play und gut ist. Und dann wäre die Sache gegessen. Dass ich jetzt aber mit meinen Openings und dem Content diesen 12-Jährigen, die selbst kein Geld für FIFA ausgeben, trotzdem schade, nur durchs Zuschauen, ist nochmal ein komplett anderes Thema. Egal ob finanziell oder nicht.
da Jugendlichen bei der Entwicklung oder wenn sich das Gehirn gerade entwickelt, einen bleibenden Schaden zu verursachen, der auch noch bleibt im Erwachsenenalter, ist absolut, da ziehe ich die Reißleine und sage, das Ding ist durch. Ich spiele kein FIFA mehr, so wie es gibt. Wenn jetzt das komplette, nächstes Jahr heißt es ja auch nicht mehr FIFA, also auch nächstes Jahr natürlich nicht dabei. Was natürlich ein krasser, also diese Aussage hier, die bezieht sich ja nicht nur auf FIFA, weil bei Clash of Clans ist es ja auch im Endeffekt nichts anderes. Auch wenn man jetzt gerade schon gesehen hat, ein Teil der Diskussion war ja gerade schon bei Satahugo gewesen, aber im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes, als das, was als dass das ausgelöst wird in den Köpfen der Kinder. Und da muss man auch nicht damit argumentieren, dass jedes Jahr dasselbe rauskommt und Clash of Clans gibt es seit 10 Jahren. Trotzdem gibt es da jedes Jahr wieder irgendwelche Sachen, wofür man Geld ausgeben kann. Und das ist einfach auch Pay to Win, wenn man oben mitspielen will. So, und da kommt ja trotzdem jedes halbe Jahr kommt ein neues Rathauslevel raus. Der EA Sports Club oder irgendwie sowas heißen, wenn das komplette System nicht überarbeitet wird, sprich, man legt Wahrscheinlichkeiten komplett offen. Es gibt ein Limit, wie viele Leute, wie viele Packs man am Tag öffnen kann. Die Animation und das ganze Freispiel und FIFA macht ja alles ganz, ganz, ganz schrecklich. Also von allen Games, Pay-to-Win oder Lootboxen ist FIFA ja nochmal das Allerschlimmste. Ich vergleiche die Spiele nicht miteinander, aber wie die Herangehensweise, wie er an die Spiele geht und wie er versucht, die Spiele zu hypen, sind gleich. Ob er jetzt bei Clash of Clans sagt, erster Account weltweit, der das höchste Rathaus, der das nach dem Update das größte Rathauslevel erreicht, oder ob der bei bei FIFA sagt, dass er das krasseste Team auf der Welt hat. Für mich ist das auf jeden Fall der gleiche Ansatz im Kopf. Ja. Ich sage nicht, dass die Spiele gleich sind, aber er macht darauf genau den gleichen Aspekt. Chat meint die ganze Zeit, dass anscheinend sein Bruder ein Video gemacht hat. Ja, können wir da noch gucken. Solange das so bleibt, spiele ich das nicht. Auch nicht Road to Glory, weil auch da hast du deine Packs, die du aufmachst, deine Division Rivals, deine Weekend League, deine Vorschau-Packs, das macht genau das Gleiche. Was heißt denn, Bruder, dann darf man gar nichts zocken, das ist doch schwachsinnig. Er ist doch ein Extrembeispiel dafür. Er spielt doch jedes Spiel und kauft sich hoch. Ich sag doch nicht, dass man jedes Spiel nicht spielen kann. Ich sag doch nicht, dass Clash of Clans jetzt von Grund auf ein böses Spiel ist. Ich sag doch einfach, dass seine Herangehensweise bei den beiden Spielen jedes Mal, wenn ein Update rauskommt, auf jeden Fall identisch ist. Weil er bei beiden Spielen extrem viel Geld ausgibt, um nicht unter normalen Umständen nach oben zu kommen. Natürlich kann man bestimmt bei Clash of Clans nach 20 Jahren auch so alles auf höchstem Level erreichen. So, wenn man die Geduld dafür hat, 12 Tage auf eine Kanone zu warten, die ein Level updatet. Natürlich funktioniert das. Aber er macht es ja nicht so. Und bestimmt hat er auch irgendein Free-to-Play-Projekt. Ist ja schön und funktioniert ja auch. Aber trotzdem weiß ich ja auch, dass immer, wenn ein Update rauskommt, er sofort alles hochpusht, 1000 Euro ausgibt, um alles auf Max-Level zu haben als einer der Ersten. Und genauso macht er das auch bei FIFA. Das heißt, auch Road to Glory ist daraus, eventuell, weiß ich nicht, Karrieremodus oder Pro-Clubs oder sowas, aber das ist auch noch nicht safe. Aber FIFA Ultimate Team und die ganzen Pack-Openings wird's nicht mehr geben. Das ist die Quintessenz aus dem Ganzen, aus dem Video von gestern. Dass FIFA eine Abzocke ist, das wussten wir von Anfang an, das Ding kam nochmal dazu und ist nochmal was komplett anderes. Wir sehen uns jetzt aber trotzdem im Stream, wir können das gerne auch noch kurz ein bisschen diskutieren, wenn einige Leute Fragen haben. Es haben sehr viele Leute Finde ich aber trotzdem gut so. Auch wenn es natürlich komisch kommt, nachdem er jetzt diesen ganzen Hype von dem letzten FIFA jetzt mitgenommen hat, ist es ja trotzdem etwas, was er gesagt hat und was im Internet jetzt schon 400.000 oder noch mehr Leute wahrgenommen haben. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch eine bestimmte Ernsthaftigkeit hinter der Aussage. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass er da dass er das angesprochen hat. Und er nimmt da auf jeden Fall einen großen Punkt weg. So, weil er ist ja einer der größten, oder er ist ja der in Deutschland, den man unter Pay-to-Win vermerkt sieht. Das ist ja einfach so. So, wenn irgendwas kommt, er ist immer der sich da hochkauft. So, aber das ist gut. Vielleicht breitet sich das auch aus. So, und ihr müsst hier nicht sagen, er vergleicht FIFA mit das. Nein, die Spiele sind nicht gleich. Aber ich verstehe nicht, warum ihr die Aussage nicht checkt, dass er ja trotzdem aus beiden das Gleiche macht, was kritikfähig ist. FIFA ist ja an sich prinzipiell auch kein schlechtes Spiel, wenn man es so wahrnimmt. Außer auch wenn es einen übelsten Pay-to-Win-Aspekt hat, dass man normal ohne Geld ausgeben eigentlich schwer eine Chance hat, da wirklich mitzuhalten. Das ist doch einfach nur lästig, wenn du in FIFA überkrass bist und aber irgendwelche Leute mit krasseren Spielern dich so, die nicht ganz so krass sind und einfach 40% weniger Leistung haben müssen, weil sie einfach irgendwelche krassen Spielerstats haben. So. Mann, Alter. Jetzt hat er das Geld reingebuttert. Und jetzt will er nicht zocken und sucht sich da die Ausrede. Erstens, es gilt für nächstes Jahr auch noch. Zweitens habe ich noch 1000 Euro FIFA-Points offen. Ich habe nicht eine Lightning-Round mitgenommen, keine Prime-Icon, keine krassen Events.
Ich habe die ganzen Coins und investiert. Ich habe ja noch 15 Millionen Coins. Hätte ich noch, kann damit Videos machen, wie ich die ganzen Spieler und so weiter kaufe. Also der Content bei FIFA geht jetzt erst los. Oder ist gerade am Höhepunkt, ja. Das heißt, das... Schwachsinnsaussage. Wie gesagt, das soll ja auch kein Hate gegen Trimax sein. Ich mag den. So, das ist der hat auch viele krasse Sachen schon gemacht. So, das sind zwei Punkte, die ich bei Ihnen jetzt nicht so schön finde, aber das ist jetzt so, ich weiß nicht so, nee, ich verzichte jetzt für euch auf so viel, so, weil Menschlichkeit und ich habe gecheckt, wie böse das alles ist und guck mal, jetzt fängt der Content an, so ein Schwachsinn. Wenn ein Spiel released wird, die ersten ein, zwei Wochen ist die Hype-Zeit und danach ist vorbei. Warum sollte jetzt gerade erst die Zeit anfangen? Das ist so ein Schwachsinn nicht. Das Argument ist komplett... Nicht wahr? Das Ding ist, ich verstehe davon. Also ich bin bei diesen FIFA-Pack-Openings, also ich habe es natürlich mitbekommen, aber ich bin da viel zu wenig drin, als dass ich mir irgendwie darüber, also erlauben könnte, irgendwie eine Meinung darüber zu haben, weißt du, weil ich halt gar nicht informiert bin. Das ist das, warum ich dazu halt nicht sage, weil ich da nicht so drin bin im Thema. Bevor ich, also, weißt du? Ja. Ja, wie gesagt, ich bin halt bei diesem ganzen Thema sowieso angeschlagen, so generell, was auch Casino angeht, dieses ganze Glücksspiel-Ding macht mich halt einfach sauer. Deswegen bin ich da vielleicht schon ein bisschen böser, was das Ansprechen dieses Themas angeht. Das kann schon sein. Aber wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, sowas, wir klären das jetzt im Stream. Ansonsten spielen wir gleich noch Clash of Clans, Reactions und so weiter, gehen wir noch rein. Ja, bis gleich. Ja, wie gesagt, es ist nicht böse gemeint so, aber das bei dem Thema... Weiß ich nicht.